dieser Weltreligion in Frage stellt, wollen die Baha'is mit folgender Vision ihres Glaubens überwinden. Humanity is in need of a new religion. In einem Paragraphen des Bahá'í-Gesetzbuches steht, dass alle Religionen Offenbarungen Gottes sind. Sie sind aber alle in verschiedenen Zeiten entstanden, wie die Lehren von Moses, Jesus, Buddha, Krishna, Mohammed und jetzt von dem Bab und Baha'u'llah. Progressively proclaimed by such educators of humanity as Moses, Jesus, Buddha, Krishna, Mohammed, and now the Bab and Baha'u'llah. Was die Einheit unserer Religion wirklich bedeutet, ist, dass alle Weltreligionen zusammengehören und vereint werden. Das ist die einzig wahre Religion. Die Christen, die Baha'is geworden sind, haben auch gelernt, Mohammed zu lieben und zu respektieren. Ich muss zugeben, Mohammed und seine Lehre sind wirklich wunderbar. Der Koran ist ein herrliches Buch. Von allen seinen Anhängern kann man das heute leider nicht mehr behaupten. Die Juden, die zu uns gekommen sind, akzeptieren Jesus. Alle unsere Anhänger respektieren die Tatsache, dass Krishna ein göttliches Licht in die Welt gesetzt hat und dass Buddha eine göttliche Botschaft in die Welt gebracht hat. Sie sehen, unsere Glaubensauffassung ist viel umfassender, als allgemein angenommen wird. Natürlich entstehen gewisse Probleme, wenn man die Prinzipien Buddhas in Beziehung zu den jüdischen, den christlichen oder den islamischen Prinzipien setzt. Sie stimmen oftmals nicht miteinander überein. Aber man muss berücksichtigen, dass der Buddhismus im fernen Osten entwickelt worden ist und dass es in ihm keine Doktrinen gibt, die im totalen Gegensatz zu den jüdischen, den christlichen und den mohammedanischen Doktrinen stehen. Sie alle erkennen einen Gott an. Den gemeinsamen Glauben zu entwickeln und zu erklären, ist die Aufgabe der Baha'is. Nicht dauernd auf die schlechte Moral und die Korruption anderer Glaubensrichtungen hinzuweisen. Die Anhänger vieler Religionen sind es, die vielfach korrupt und destruktiv sind und nicht leben und handeln, wie es sie ihre Propheten gelehrt haben. Die zu uns übergetretenen Buddhisten haben gesagt, dass die Lehre Buddhas von seinen Anhängern vollständig entstellt und verfälscht worden ist. Bei vielen anderen Religionen verhält es sich ähnlich. Die Lehren und Grundsätze ihrer Propheten werden von ihren Nachfolgern nicht eingehalten. So ist es in der Geschichte immer wieder zu Religionskriegen gekommen. Ein anderes Problem ist die Weissagung des Weltfriedens. Friede ist der Angelpunkt ihrer Religion. Die Baha'is sind davon überzeugt, dass der Weltfriede in den nächsten 15 Jahren kommen wird. Die Konsequenzen sind enorm. In 15 Jahren, in einer Zeitspanne, in der die meisten von uns noch leben werden, besagt die Gottesbotschaft, was immer es kosten wird, was immer die notwendigen Opfer sein werden, Kriege werden bis dahin eingestellt sein. Es scheint, als seien wir alle zu engstirnig, zu einfältig, zu egoistisch und zu gleichgültig, um zu erkennen, dass wir nur dann überleben können und die Zivilisation nur dann fortbestehen kann, wenn es keine Kriege mehr geben wird. Wir müssen sie beenden. Dann kommt eine wunderbare Zeit, weil es ein für alle Male keinen Krieg mehr geben wird. And then comes the glorious future, because you get rid of war once and for all. We have never Auf diesem Planeten haben wir noch nie den Frieden erlebt. Wir wissen nicht, wie Friede ist. Die Baha'is glauben, sobald sich der Friede durchgesetzt habe, werde daraus eine bleibende Kraft. Sie wissen, Abdu'l-Bahá, der Sohn unseres Glaubensführers, hat 1912 bei einer unserer Konferenzen in den USA gesagt, über tausende von Jahren hinweg hattet ihr Kriege. Warum versucht ihr es zur Abwechslung nicht mal mit dem Frieden? Wenn er euch nicht gefällt, könnt ihr ja wieder zurück zum Krieg gehen. Aber sicherlich wird niemand, der den Frieden erlebt hat, wieder den Krieg wollen. Und wir werden das auch nicht erlauben. Wenn erst die Welt in Frieden lebt, wird es nach dem Glauben der Baha'is bald zu einer neuen Regierungsform kommen, zu einer Weltregierung. A world federal system will rule the entire planet and exercise unchallengeable authority. Ein föderatives System wird den gesamten Planeten regieren und von unantastbarer Autorität sein. Die Exekutive, die von einer internationalen Macht getragen wird,
setzt die beschlossenen Entscheidungen durch und garantiert die Einhaltung der Gesetze im gesamten Weltreich. Der Weltgerichtshof wird als Schiedsrichter fungieren und bei Konfliktsituationen gegebenenfalls vermitteln. Es wird eine Regierungsform angestrebt, in der die Macht im Dienst der Gerechtigkeit steht. Es wird ein Reich werden, in dem jeder der Justiz dient, in dem jeder sein Leben dem umfassenden Reich Gottes unterordnet und sein Leben auf den allumfassenden Glauben einstellt. Gut, Sie sind ein Atheist, ein Hippie oder was auch immer. Warum nicht? Sie sind frei. Man kann Menschen nichts aufzwingen, sondern man soll sie überzeugen. Wir versuchen nicht, jemandem unseren Glauben einzuprügeln. Das wäre nicht der Weg, Einheit in der Welt zu schaffen. Wenn die Baha'is wirklich als eine Weltreligion anerkannt werden wollen, müssen sie bereit sein, viele Probleme zu lösen. Aber bis es soweit ist, müssen sie erst einmal mit den gegenwärtigen Problemen fertig werden. Zurzeit steht es um die Baha'is nicht gut. Sie rücken in eine neue Phase der Verfolgung. Neuerlich ist es wieder zu Hinrichtungen gekommen, wahrscheinlich durch die Veröffentlichungen der UN-Menschenrechtskommission. Es sieht so aus, als ob ein neuer, dunkler Weg vor uns liegt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es keine Möglichkeit gibt, die Einstellung der iranischen Regierung gegenüber der Baha'i-Religion zu ändern. Deswegen werde ich immer weiter versuchen, mich für den Glauben der Baha'is einzusetzen. Ich denke, dass die Welt sehr schnell die Verfolgung der Baha'i-Religion vergessen wird. Handelt es sich hierbei doch nicht um ein dramatisches politisches Geschehen. Es ist eine religiöse Verfolgung und sie verdient es immer wieder, in der Öffentlichkeit hervorgehoben zu werden. Because I don't think it's going to go away.